Mein heutiger Gast hat ein ganz normales Leben geführt, bis sie Anfang 2018 zwei geniale Zwillingsbrüder kennenlernte. Die Freundschaft zu Philipp und Johannes Mickenbecker hat ihr Leben auf den Kopf gestellt und sie auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle katapultiert. Jetzt hat sie ein Buch darüber herausgegeben. Herzlich willkommen, Jeanette Müller. Schön, dass du da bist. Danke, dass bitte, nimm Platz. So. Geht's dir gut? Ja. Fühlst du dich wohl? Ja. Studio? Sehr schön. Sieht gut aus? Wirklich. Ich bin hier reingekommen und dachte mir, wow, krass, was ihr hier aufgebaut habt. Ja, finde ich auch. Das waren jetzt die Fragen, die ich vorbereitet hatte. Nein, Quatsch. Ich habe noch ganz viele. Die meisten kennen dich wahrscheinlich ja so aus den Videos der Real Life Guys. Aber du hast ja auch noch ein normales Leben. Mhm. Du bist mit deinem Studium fertig geworden, oder? Genau. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Was bist du jetzt? Umweltingenieurin. Mit einem Master. Master Umweltingenieurin, okay. Genau. Und stimmt das, dass du direkt die Dissertation begonnen hast? Ja, also wobei, ich habe einen Monat mir freigenommen. Okay. Ja, ein bisschen am Reisen gewesen, weil ich so viel am PC saß während meiner ganzen Masterthesis. Und jetzt seit April habe ich begonnen mit meiner Doktorarbeit. Was ist dein Thema? Mein Thema steht noch nicht ganz fest, also ist gerade in Erarbeitung. Aber ich schreibe über Zigarettenabfälle. Zigarettenabfälle? Und, ja, deren Umweltauswirkungen. Ach krass. Ja. Das heißt, da geht es dann um Recycling oder Zersetzung oder solche Sachen? Genau, ja. Okay. Zigarettenabfälle sind die Abfälle, die man am meisten wegschmeißt, so von den Abfällen her. Und da untersuche ich, was für Auswirkungen das auf die Umwelt hat. Krass. Okay, genau. Spannend. Ja, wenn du fertig bist, laden wir dich wieder ein und dann... In 3 Jahren. Okay. Das ist ja schon optimistisch. 3 Jahre ist nicht schlecht. Ja. Cool. Mal schauen. Okay. Du hast ein Buch herausgegeben. Mhm. Unsere Real-Life-Stories. Worum geht's in diesem Buch? Mhm. Genau, also wir haben jetzt, glaube ich, das ging super schnell im Silvester. An Silvester hatten wir die erste Idee zu dem Buch gehabt. Echt? Jetzt? Genau, jetzt 2021. Oh, wow. Okay. Und wir haben uns gedacht, gerade nach Philipps Tod haben wir so viele Geschichten von Leuten bekommen. Mhm. Einmal privat, aber auch von Leuten, die uns Nachrichten geschrieben haben. Okay. Viele Leute, Nicht-Christen, Christen, die uns erzählt haben, dass die so inspiriert waren von der ganzen Geschichte um Philipp rum, aber auch viele, die die Beerdigung gesehen haben und ganz, ganz viele krasse Sachen erlebt haben. Und wir haben uns gedacht, das sind so viele Geschichten, die so krass sind, dass wir die irgendwie gerne bündeln wollen und aber auch anderen Leuten weitergeben wollen, um halt anderen auch Hoffnung zu spenden. Okay, das heißt, sind Leute, manches ja enge Freunde, du hast was geschrieben da drin, andere enge Freunde der Real-Life-Guys oder besonders von Philipp, Philipp Mickenbecker, sind aber auch, das fand ich so spannend, Leute, die ihn vielleicht ein-, zweimal gesehen haben und die trotzdem, zumindest hier sehr glaubhaft versichern, dass das auf sie einen Eindruck gemacht hat. Mhm. War der Philipp so ein Typ oder wie hat er auf dich gewirkt? Voll. Ich glaube, das ist gerade das Coole an dem Buch, dass da halt so verschiedene Perspektiven abgebildet werden. Und ich glaube, das war auch einer der Sachen, die Leute am inspirierendsten an ihm fanden, dass er halt direkt so einen Eindruck hinterlassen hat, wenn er Leuten begegnet ist und sich viele Leute gefragt haben, so, woher nimmt er denn die Kraft, gerade bei solchen Schicksalsschlägen? Oder wie kann er so viel Lebensfreude verspüren oder weitergeben? Wie kann er so vielen Menschen helfen, dass Leute Obwohl er zum dritten Mal Krebs hat. Genau. Ja. Viele dachten sich, ey, das ist ja übernatürlich, wie viel Freude man trotzdem haben kann. Ja. Und viele Leute haben dann auch drüber nachgedacht, ey, ich mit meinen kleinen Problemen, wie kann ich so viel jammern? Und jemand, der halt eigentlich wirklich so das größte Problem hat, was man sich vorstellen kann, der sprüht nur vor Lebensfreude. Und ich glaube, das hat... Ja. Ja. Bei mir, aber auch bei vielen anderen Leuten halt voll Eindruck hinterlassen. Hm. Sodass halt viele Leute krasse Geschichten dann erzählen konnten. Einmal mit ihm, aber auch durch die Inspiration. Aus ihrem Leben, genau. Durch die Inspiration von Philipp. Genau. Ich meine, wie die Geschichte ausgegangen ist, das hat ja, glaube ich, jeder in Deutschland mitbekommen. Es war ja extrem präsent in den Medien. Hm. Du beschreibst hier drin ja auch, dass du ganz nah dabei warst bis zum Ende von Philipp. Und als ich das gelesen habe, war so mein erster Gedanke, krass so, also jemanden sterben zu sehen, wirklich, also ich meine,
Das ist ja eigentlich sowas, wo man sich denkt, das wünscht man niemandem. Ja. Ja. Und dann aber, jetzt wenn ich das Buch lese, frage ich mich, ist das so? Soll man das wirklich niemandem wünschen oder sollte man das jedem wünschen? Was ist dein Resümee jetzt im Rückblick auf diese Erfahrung, da so nah dran zu sein? Würdest du es wieder so machen oder sagst du, boah, nee, ich bin traumatisiert, das war gar nicht gut. Was hat das mit dir gemacht? Also ich würde von mir aus sprechen, dass ich super dankbar bin, dass ich das miterleben oder dass ich das sehen konnte, beziehungsweise dabei war. Weil also gerade bei Philipp war die große Angst da, dass er halt sterben könnte auf einem Weg, der halt nicht schön ist. Viele haben uns halt gesagt, so, es ist sehr wahrscheinlich, dass jemand, der so einen großen Tumor auf der Brust hat, dass er ersticken könnte. Okay. Und das ist halt wirklich ein sehr, sehr grausamer Tod, auch für Leute, die das sehen können. Es waren auch extra Leute da, die uns versucht haben zu erklären, wie das passieren kann, was wir zu tun haben, sollte der Fall eintreten. Okay. Und letztendlich beschreibe ich ja in dem Buch so ein bisschen, wie das dann auch war, der letzte Tag oder die letzten Stunden. Und die waren wirklich für uns, besser hätten die irgendwie nicht laufen können. Also das klingt zwar irgendwie komisch. Ja, klingt krass, aber wenn man dabei wirklich war. Was Schlimmes ist und ich weiß, also ich habe, glaube ich, auch in dem Moment noch nie so sehr geweint. Mhm. Ich habe so sehr geweint, dass wirklich gar nichts mehr aus mir rauskam. So gar keine Tränen mehr. Okay. Weil ich glaube, das ist so das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, also eine Person zu verlieren, die einem sehr nahe steht. Das ist auf einmal real, ne? Also ich bin eingeschlossen, ich kenne sowas ja nur aus der Ferne. Ja. Ne? Man erfährt dann, jemand ist gestorben oder aber so dabei. Viele Leute haben mir danach auch gesagt, so die erste Nachricht, viele konnten das erst gar nicht glauben. So, wenn jemand sagt, jemand ist verstorben, dann ist es so, man will das auch nicht wahrhaben. Und so ist man ja wirklich dabei. Und ich glaube, ich habe immer noch so ein bisschen Probleme damit, so. Okay. Weil ich habe ein paar Mal so davon geträumt und es ist halt auch nicht schön. Nee. Weil so ein bisschen die Bilder, er ist halt auch verblutet. Und das sieht man halt auch, so. Das Blut überall und so. Und so. Die Bilder setzen sich schon sehr fest. Aber dadurch, dass es dass es halt begleitet wurde von Ärzten, die halt ihm einen sehr schmerzfreien Tod quasi gegeben haben. Was? War das so ein bisschen wie, wenn jemand so ganz langsam sein Bewusstsein verliert. Okay, und so wegfadet. Genau, und das Krasse war halt, dass wir wirklich alle, wir sind richtig getaktet angekommen. Erst waren die Eltern da und es war wirklich richtig schön. Der konnte seinen Eltern nochmal sagen, wie dankbar er ist. Gerade seinem Papa für die Werkstatt, dass sie da immer ihre Sachen machen konnten. Schuss. Danach war Johannes mit Erik da. Er hat nochmal zu Johannes gesagt, dass er ihn liebt und so. Das sagen Brüder auch nicht so oft zueinander. Kann ich bestätigen, ja. Ja, und dann danach kamen so schrittweise die anderen Freunde. Okay. Weil so, als ich kam, standen auch schon alle so drum. Und ich habe ihm auch nochmal gesagt, so, ey Philipp, ich bin so dankbar für alles, was du in meinem Leben getan hast und so. Und deswegen bin ich dankbar, dass ich da dabei sein konnte. Ja, okay. Also ich würde es genauso immer noch machen. Oder ich wünschte, wenn es nochmal wäre, dass es genauso wäre. Wow. Also man merkt schon, es ist eine außergewöhnliche Geschichte. Und es sind außergewöhnliche Geschichten, die da drin sind. Danke für deine Offenheit auch. Ja, gerne. Eine ganz andere Frage beschäftigt mich noch. Hier ein Satz hier drin, den du schreibst jetzt ganz konkret. Auf Seite 13 schreibst du, zwischen Philipp und mir entwickelte sich eine besonders enge Freundschaft. Mhm. Es gibt ja Leute, die sagen, es geht überhaupt nicht. Komm, Jeanette, jetzt unter uns. Hier. Du musst es nicht beantworten, aber natürlich fragen sich ganz viele Leute wahrscheinlich, war da nie mehr oder so? Mhm. Oder was lief da? Beziehungsweise, wie sah eure Freundschaft aus? Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch eine der häufigsten Fragen, die gestellt werden. So, war da nicht irgendwas? Aber nee, also das war von Anfang an, haben wir halt einfach so gemerkt, wir brennen für die ähnlichen Sachen. Okay. Also ich glaube, das macht gerade eine Freundschaft aus, wenn man die gleichen Interessen hat. Also wir sind beide erstens super spontan. Okay. Dann lieben wir Abenteuer. Wir sind sehr leicht zu Dingen zu überreden. Wenn jemand so eine Schnapsidee hat, sind wir so direkt dabei. Ja. Aber konnten halt auch sehr tiefgründig über Dinge sprechen. Gerade so über den Tod, wenn man mit seinem Freund drüber spricht, so was denkst du, kommt denn nach dem Tod? Ja, krass. Hast du Hoffnung und so? Ich finde, das sind so die Gespräche, die man nie vergisst. So es ist eine andere Dimension dann plötzlich, ne? Genau. Dann ist es nicht mehr nur so, ich verstehe. Das heißt, es bringt eine Freundschaft auch auf eine andere Ebene. Ja. Kann ich nachvollziehen. Aber dann auch so die Freude zueinander. Er hat sich immer
gefreut, wenn ich Erfolge hatte im Leben. Ich habe mich super gefreut, als sein Buch rauskam. Ja. Da erzähle ich ja auch ein bisschen, wie stolz ich bin, als wir so das letzte Mal das Manuskript gelesen haben, wo er dann leider aber auch an dem Tag mitbekommen, also gesehen hat, dass er wirklich zum Beispiel Krebs hat. In dem Moment, ne? Genau. Das Buch geht raus und... Also ich glaube, wir haben halt so krasse Sachen zusammen erlebt, also so viele Höhen und Tiefen, was halt auch super zusammengeschweißt hat. Und dadurch, dass wir uns halt wirklich freundschaftlich sehr geliebt haben und irgendwie uns, gepusht haben. Okay, ich glaube dir. Hat sich da sehr, sehr viel. Aber, genau. Also mehr als Freundschaft war da nicht. Cool. So, jetzt ist es ja so, die Real Life Guys, ihr Motto ist Do Something. Du bist ja auch da mit dabei, jetzt schon viele Jahre. Wenn Leute jetzt sagen, ja, ich will das mal ausprobieren, das ist Real Life sozusagen. Ja, ich meine, die können ja nicht alle zu den Real Life Guys gehen und mitmachen. Ja, also müssen ja viele Leute sind irgendwo, haben nicht diese Mittel. Hast du aus deiner Erfahrung irgendwelche Tipps, was können Leute machen, wenn sie sagen, ja, ich will das auch mal ausprobieren, ich will mal einen Schritt ins Real Life gehen? Ja, ich glaube, viele Leute haben so ein bisschen das Problem, dass man sehr gefangen ist, so auf sozialen Medien. Mhm. Ich glaube, das Problem haben selbst wir. Ja. Gerade wenn man da halt auch so drin arbeitet, dass man sehr, sehr viel konsumiert und sich anschaut, was machen andere Leute. Und sich dann so denkt, boah, das, was die machen, das kann ich ja gar nicht. Oder habe gar nicht die finanziellen Mittel oder so. Gar nicht die Freunde. Ich habe keinen Tesla rumstehen. Genau. Okay. Ich glaube, also wir haben ja auch einfach damit angefangen, zum Ersten halt... Man kann viel mehr machen in der Gruppe. Okay. Und wir haben halt angefangen, ich glaube, wenn man sich so einen kleinen Freundeskreis raussucht, wo die Leute ähnliche Interessen haben, also sich für die gleichen Sachen begeistern können. Bei uns war das viel in der Natur sein. Wir haben so oft draußen zusammen geschlafen, haben uns den Sternenhimmel angeschaut, haben Rehe beobachtet im Wald und so. Das kann eigentlich jeder. Ja, genau. Rausgehen und auf die Rehe warten. So. Genau. Ja, ist gut. Philipp hat mir sogar beigebracht, wie man Rehe anlockt. Okay. Weil er Naturfotografie mal gemacht hat. Ah, ja, okay. Ja, so das hat uns ja auch sehr verbunden, so diese Liebe, draußen zu sein, Sachen zu beobachten. Und ich glaube, ein weiteres Ding ist halt einfach Dinge zu machen. Ich glaube, das war so einer der Hauptaspekte bei uns, dass wir oft eine Idee hatten. Und ich glaube, dann scheitert es oft, wenn man dann viel drüber nachdenkt und sich dann irgendwie ausmalt, da könnte das schief gehen und dann kann es da vielleicht nicht weitergehen und dann fängt man erst gar nicht an. Und ich glaube, das war so bei uns das Hauptprinzip, das wir einfach gemacht haben. Jemand hatte eine Idee, dann wurde das gepusht und dann hat man einfach angefangen. Auch wenn man wusste, da wird viel kommen, was so dazwischen oder stehen könnte. Oder es klappt könnte. Nicht. Oder es klappt nicht. Ja. Ich glaube, wir haben auch so viele Misserfolge. Das sieht man auf Social Media ja gar nicht. Weil das wäre ja langweilig, nur zu zeigen, wo wir überall drin scheitern. Und ich glaube, so, das ist das Wichtigste, einfach zu machen. Ja. Also der Weg ist das Ziel so. Ja, genau. Es geht nicht bei uns um das krasse Projekt. Auch so, als wir eine Achterbahn im Baumarkt gebaut haben, da hätten wir auch direkt am Anfang sagen können, wir haben sowas noch nie gemacht. Ja. Wir wollen ein Looping reinsetzen. Niemand von uns hat jemals sowas irgendwie hinbekommen. Wir sind alles Laien. Ja, ja. So, da könnte man direkt sagen, das machen wir nicht, weil wir das gar nicht schaffen an einem Wochenende. Da habe ich auch im Video mitgebankt. Hey, kriegen Sie es hin. Die Zeit läuft. Da war ganz, ganz viel Gebet mit dabei. Wahnsinn. Ja, das glaube ich. Ja. Das war haarscharf. Ja, cool. Genau. Ein erster Schritt natürlich, um vom Bildschirm weg ins Real Life zu gehen, könnte ja auch das Buch sein. Ah, ja. Das Buch zu lesen ist zwar noch nicht draußen sein, aber es ist zumindest weg vom Bildschirm. Mhm. Erster Schritt. Wir haben 5 Bücher vom Verlag bekommen, die wir verlosen, Ludmilla, oder? Wir verlosen die. Genau. Hier 5 Bücher, die wir verlosen. Da kann jeder mitmachen. Der muss nur auf unseren YouTube-Kanal gehen, die Mondscheinshow. Mondscheinshow. Kommentar. Unter dieses Video. Unter dieses Video einen Kommentar hinterlassen. Wo wir darüber reden. Und dann wird aus diesen Menschen, die einen Kommentar hinterlassen haben, 5 Personen ausgewählt. Und es wird tatsächlich... Komm, mach 6, weil ich brauche meins auch nicht mehr. Okay, es werden 6 Personen ausgewählt. Behalte das. Ich dachte, du hast noch ein 7. Egal. Und die Janette wird es noch handsignieren. Dann Janette, wusstest du? Noch nicht, aber jetzt weißt du es, genau. Für die jeweilige Person auch tatsächlich, mit Namen. Also in einer Woche werden wir auslosen und dann lassen wir Janette unterschreiben und dann kriegt ihr die Bücher, genau.